Und damit hallo und willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die mit der Danu. Servus. Servus. Und dem Anubis. Hihi, hi, hu. Hiha, hu, ha. Was hast du da in der Hand? Ich sehe es nicht, aber ich schätze, es ist ein Sprengsatz. Ein bisschen TNT. Nur so ein ganz klein wenig. Wird leider auch nicht angezeigt, genauso wenig wie bei der Danu im Übrigen. Doch, nee, du hast Kaffee oder was hast du in der Hand? Was ist das? Ich habe den Golden, also den Teesamen in der Hand gerade. Ah, okay. Weil ich jetzt rausgehe und unsere Felder bestücke. Und Anubis hat noch die Magnum in der Hand. Das ist. Nein, ich habe die 9mm in der Hand. 9mm? Ach so, die Magnum hattest du mir aber reingelegt zum Angucken, gell? Richtig, richtig. Wo ist sie denn? Da unten. 44er Magnum. Und die macht ordentlich Schaden, schätze ich mal. Ja. Range 27, Accuracy, wo ist denn der Schaden? Entity Damage 41, 71. Und was macht die Longneck? Die Longneck nenne ich schon. Entity Damage. Oh ja, die ist ja richtig gut. Oh. Wie viel Muni haben wir denn dafür? Noch nicht so viel. Oben ist noch was drin. Ich glaube, 16 Schuss sind oben drin. Oh, das ist noch nicht viel. Nee, ich muss noch erst die was teuer, produzieren. Oder wie? Ja, nee, eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich habe noch nicht so viel hergestellt. Außerdem haben wir noch nicht so viele andere Sachen dafür und naja. Ja, kommt Zeit, kommt Muni. Wollen wir was in die Luft jagen, Koja? Wir wollen was in die Luft jagen. Ich muss ganz kurz hier was machen. Sekunde. Nee, ich muss nur kurz mein Inventar. Das ist in der Tat relativ harmlos. Und dann sollte ich nochmal schauen nach dem Essen. Wo war das doch gleich da? Glaube ich. Bullet Casings. Gut, wir mal 32%, her. Dann nehme ich auch nochmal was zu mir. Ja. Keine Sorge, wir haben noch genug Fleisch, aber ich wollte erst die Früchte wieder anbauen. Ah, das ist alles gut. Damit wir nicht dann irgendwann zu wenig haben, muss ich euch wieder lustig zusammen. Ja, das ist auch wieder. Der grüne und der rote Tee. Ach so, da haben wir einmal Cool Drink beim roten. Das genau. Ist gut. Und was ist. Was? Was ist, was hat Removes? Durchfall. Ach, das gibt's auch. Ja, trinke mal nicht abgekochtes Wasser. Ah, oh, dann habe ich durch. Das wirst du brauchen nachher. Um Gottes Willen. Okay, lass uns mal in die Luft sprengen gehen. Aber vielleicht sollte ich vorher Durchfall machen, dann kann ich damit auch noch was sprengen. Oh, Mann. Ab dafür. Viel Spaß. Und hast du eine Wumme dabei? Au. Er ist aber nicht gerade runtergeflogen, oder? Doch, natürlich. Und ich habe noch gesagt, springe nicht. Ich sehe ihn nur so weg. Jetzt ich komme da nicht rüber. Kannst du mal bitte die Brücke aufbauen? Ich muss mir meinen Knochenbruch mal reparieren. Ich habe doch extra die Bausätze dahin gelegt. Ja, ich dachte, ja, das hast du mir gesagt, aber Nubis war wohl geistig wieder abwesend. Oft. So. Brücke ist da. Du bist so langsam, was ist los? Der macht mich fertig, der Typ. Der ist so. Was also, ich dich fertig, wenn du so. Er kann nichts dafür. Jetzt ist die Brücke abgebaut, das weißt du, genau. So, erstmal so. Das. Dann. Das ist angebaut. Ich hau so lange, bis die Pflanzen. Ah ja. Das ist halt Traum. Kann man das so richtig vorstellen, überhaupt, wie Kuja dann feiert. Er schießt noch an mir vorbei, weißt du, dann sehe ich einfach nur so. Hat ihn die Erde verschluckt. Ich werde ihn erschießen. Nein, wirst du immer ich werde noch ihn nicht. Mit in die Luft jagen. Nein, wirst du auch nicht. Och Mann, oh, nicht darf ich. Ich fürchte fast, dass das passiert. So, wenn du wieder da bist, sag Bescheid, dann können wir los. Ich laufe schon zum Turm, kommst du? Ja, irgendwer muss doch. Du holst mich doch sowieso wieder ein, ich bin sowieso langsam. Ja, ich mache unterwegs ein bisschen Fiber, weil wir davon nicht so viel hatten. Anubis, ich bin der professionelle Spielverderber. Hoch? Ja, bitte? Was denn hoch? Du bist in die falsche Richtung gelaufen, ne? Nein, bin ich nicht, aber hier liegen ganz viele Tote. Ja. Wir hatten eben. Ja etwas Besuch. War eben, als ich... Ach denn? Hier müssen wir Spikes auch noch aufbauen, ja? Sind ganz schön tot. Komm mal rüber. Einfach mal looten, würde ich sagen. Dass das so viele waren, wundert mich jetzt allerdings, weil ich habe nur eine Schreierin gehört während des Offscreen. Da waren ganz paar drin, hat sich gelohnt. Ja, ich mache auf der Seite jetzt weiter, auf der anderen bin ich mit der inneren Reihe ja eh fertig. Das ist eine ganze Ecke, was hier rumliegt. Doch eine Schreierin. Hä? Da kommt. Irgendwo ist eine Schreierin. Was? Ah, da. An der Ecke vorne. Okay. Na komm. Schreierin hinüber, aber Besuch kommt schon.
Ja, nur zu. Ich meine, es ist alles Loot, ne? Also. Ja, ja, ihr wollt jetzt doch ein paar Zombies killen, dann tut's. Mach mal, ja. Ich wollte was in die Luft jagen, aber naja. Ich habe eine Pistole gefunden, ein Cowboy-Head. Naja, gut, war jetzt nichts Dolles. Ein bisschen Futter. Press kann ich also scrappen, ne? Das haben wir eindeutig geklärt. Mhm, genau. Ja. Ja, okay. Machen wir das gerade schon. So, oh, dann komm. So, Cowboy-Hut kann ich eigentlich auch scrappen, oder? Ach, egal, komm, gehen wir erstmal. Ne, der Cowboy-Hut ist ja nochmal, macht ja nochmal mehr, also weniger Wärme. Also, wie soll ich sagen? Mehr Kühle. Egal, also. Erkühlt. Er kühlt mehr als, dankeschön, als der normale. Ja, man sieht, ich habe mal in der Aufnahmepause die Hunting Rifle geholt. Okay. Wie viel Schuss brauchst du noch? Das war ein paar. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Du kannst ja schon kommen. Stimmt, so lahm wie Anubis ist, könnte ich hin und her laufen dreimal, ja. Oh Mann. Lauf doch mal vor mir. Tu ich? Nein, tut er nicht. Ich würde es nicht tun, Kuya. Ach, Pille-Palle. So. Gibt es eigentlich nicht sowas wie eine Sense, mit der man höchst effektiv Nein. Fiber abbauen kann? Nö. Okay. Nein. So. Gelootet haben wir hier schon? Gut. Ja, müsste gelootet sein, ja. Also, bevor du was in die Luft jagst, zeig mir mal, wie das aussieht. Und dann. Ja, mache ich sofort. Moment, lass uns hier erstmal rum. Ich sollte doch erklären, was ihr überhaupt vorhabt. Hier ist so ein hübscher kleiner Sendeturm. Den will der Herr Anubis in die Luft jagen. Soll ich da mal hier reinbauen, dass man der unter ja, dem Fundament schön, bauen kann? Ja, schön mittig bitte. Okay. So, eine Stelle. Wo ist denn die andere? Die Dame. Oh, ich hab da wieder einen durchsichtigen Zombie. Gut, also ich hätte ein Loch gebaut. Du könntest. Soll ich da mal weitermachen? Ja, mach du mal weiter. Mit der Wrench oder was? Mit der Wrench, ja, bitte. Unten rechts diesen Block da. Nee, nicht. Unten rechts ist ein Block. Was? Unten den Block, ja. Der da ist. Den. Was ist das denn? Irgendwas Elektronisches und ja. Ah, okay. So. Das wird spaßig. Außerdem gab es jetzt aus einem Brass nur eins raus. Also so, zeig mal kurz, Türknauf. Wo hast du es denn platziert und wie sieht das aus, wenn es platziert ist? Warte, ich platziere es eben. Ja, mal schauen, ob ich es überhaupt sehe, weil in deiner Hand sehe ich es gar nicht. Zu eurer Info, aus dem Türknauf, den man da findet, gibt es nur ein Brass. Das heißt, das wäre sinnvoller, wenn man es einschmelzt. Ordentliche Stange Dynamit. Ja, ein hübsches kleines Stänkchen. Muss ja gut, Spaß, wer weiß, wie viel der Türknauf bringt, wenn ein einschmilzt direkt. Vielleicht bringt der auch Ruhe. Das wäre die Frage, das müssten wir auch ausprobieren. Ja, denken wir so, schon. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück. Warte mal. So. Damit wir freie Sicht haben. Und damit Koya auch mal ein bisschen Spaß hat, weil den Spaß kenne ich ja nun schon. Gibst du es ihm? Koya. Okay, tust du es in die Schnapp Leiche dir, da? Nee. Schnapp dir meine Wumme, es liegt ja schon alles bereit. Wo denn? Na, da drin. Wie da drin? Nee, bleib hier. Nee. Bleibst du mal hier. Ja, erklär es dir. Siehst du die Stangen, die da jetzt drin liegen? Ja, ja, klar. Achso, und da soll ich einfach draufschießen. Jetzt nimmst du dir deine Knarre, zielst gut und schießt mal. Einfach nur eins davon, ja? Irgendeins davon. Such dir eins aus. Ja, das war ja toll. Ach doch. Ach, das dauert ein bisschen. Oh. Und. Hui. Das macht cool. Das macht Spaß. Oh nochmal. Mann. Siehst du, was ich meine? Angesteckt. Nur so viel Metall ist das gar nicht. Achso, die kann man jetzt noch zerdeppern. Ja. Natürlich. Schnapp dir deine Spitzhacke und ja. Sehr nice. Das ist mein Spaß. Und was kostet so eine Munition, so eine Sprengladung? Ach, die ist eigentlich relativ günstig. Kostet ein bisschen. Warte, ich schiebe nochmal genau. TNT, da. Schwarzpulver wahrscheinlich ordentlich. Schwarzpulver, ja. Ne, was heißt ordentlich? Also eine Stange davon kostet 50 Gunpowder, einmal Plant Fiber, einmal Duct Tape und 10 Papier.
Das ist in der Tat überschaubar. Gut, Papier. Kann man Papier irgendwie eigentlich herstellen oder muss man das einfach immer finden? Ich weiß das gar nicht. Papier kann man, glaube ich, nicht selber herstellen, oder? Nein, musst du finden. Deswegen ist wichtig, dass ihr auch immer in die Briefkästen schaut und sowas. Ja. Also meines Wissens ist Papier eine der Problemfälle für spätere. Ja. Ja. Und später, man kann dann auch die Rezepte scrappen, die man nicht braucht. Ah, da kommt dann auch Papier. Okay. Da kommt auch Papier raus. Und nicht gerade wenig. Ja gut, und dazu muss man ja noch sagen, dass das ja respawnt. Das Zeug haben eingestellt, glaube ich, 15 Tage. Und dann ist ja quasi alles Papier, was wir haben, wieder da. Ne? Also. Naja, es muss nicht sein, dass da überall wieder Papier drinnen ist. Ich glaube nicht, dass immer das gleiche respawnt. Achso, ich dachte, das wäre dann schon fix, ne? Okay. Nein, das merkst du ja auch in, weiß ich nicht, du hast ja auch schon mal Solo-Spiel gespielt, oder? Nö. Okay, überhaupt nicht? Nö. Nee, du findest nicht immer das gleiche. Ich spiele nur mit euch, ich spoiler mich nicht. Ja, siehst du, und wir wollen, damit du länger überlebst, dann spoilern wir uns und, wir üben. Wir lernen schon, damit wir dich besser schützen können. Ist das jetzt klappt? Nein. Ich fand schon. Geübt dafür. Ich fand das war gut. Hast du noch eine Ranch? Da hier drin ist so einiges an Electronic. Ja, aber meine ist aber auch nicht mehr so gut und nicht mehr so haltbar und überhaupt. Ihr seid nicht weit weg. Notfalls kommt's Druck und holt sich einer. Ja, noch geht's und so lange. Also ich hätte noch ein Stänkchen. Wir können noch mal. Oh je. Ja, hier ist ja nichts. Nichts, was ich lohnen würde. Habt wie viel Metall war das jetzt eigentlich? Das waren nur 195 Metall, ne? Also bei mir. Ja, sehr viel kommt da sowieso nicht raus. Aber es kommt was raus. Schon ein teurer Spaß, aber es macht Spaß. Es war mal lustig wieder. Ja. Das auf jeden Fall. Aber so richtig lohnend kann man jetzt nicht sagen, dass es das aber ist. Aber ihr habt nur einen Turm gesprengt, hoffe ich. Das Haus steht stehen lassen. Das oder? Haus steht, das nehmen wir jetzt von innen ein bisschen auseinander, aber. Ja, aber das ist ja auch was Loot, Spawn ja knapp drin. So, das war jetzt meine Ranch. Meine ist nämlich jetzt hin. So. Also, das ist nix. Haben wir noch was? Nö. Gut. Ja. Ich fand das ultra lustig. Ja, es sah gut aus, wie der zusammengebrochen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist interessant, die Physik. Ein Mann, eine Sprengstoff. Ein schöner Krater. Fast sehr gar nicht. Ein schöner Krater. Ja, auf jeden Fall. Haben wir gut gemacht. Gut gemacht, Herr Nachbar. Danke, Herr Nachbar. Ach, im Übrigen, das gleiche blüht auch deinem komischen Nein. anderen Turm. Nein. Nee, das finde ich wirklich nicht in unserem Stream-Spielstand. Für den, die ich gesehen habe, haben wir so einen schönen Wasserturm in der Mitte einer großen Basis. Und ganz ehrlich, den will ich schon irgendwie ausbauen, noch zum Aussichtsturm oder irgendwie. Das kriegt man auch schöner hin. Nee, was denn? Da hast du ein super schönes Gerüst. Ich finde den echt cool. Das hat sowas Uniges. Also die Testsprengung habe ich auf meinem eigenen Spielstand schon vollzogen. Funktioniert wunderbar. Oh Mann. Das glaube ich dir sogar. Ja. Er hat schon in die Luft gesprengt, auch wenn nicht hier im Spiel stand. Er konnte einfach nicht anders. Das hat ihn so gejuckt. Er hat wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen können, weil er das nicht durfte im Stream. Wahrscheinlich hat er das am gleichen Tag nur ausprobiert. Das ist durchaus möglich, ja. Wie gesagt, Testsprengung. Boah, schreck mich nicht zu, Anubis. Was? Warum? Was habe ich denn gemacht? Weil er plötzlich neben mir steht und ich mir denke, da kommt ein Zombie. Komm, so scheiße sehe ich nun auch wieder nicht aus. Ah, ja. Ich habe dich nur gehört, nicht gesehen. Richtig texturlose. Ja. Was liegt denn hier? Du warst nicht aufgeräumt, Danu. Nein, ich bin ja auch gerade am Mauer bauen. Spike bauen. Ihr habt doch Spikes bestellt da vorne. Ich fühle mich auf dieser Brücke irgendwie nicht wohl. Ich weiß gar nicht warum. Warum humpelst du eigentlich so? Keine Ahnung. Scrap Cable tue ich auch hier rein. Ja, mach ruhig. Haben wir sonst noch rausgekriegt? Eine Spring. Iron Pipe, kommt rein. Jo. Crushed Sand, mach ich auch mal da rein. Ja, so Federn und zu Brocken. Was, da nicht? Sand, sondern. Nee, lass, ich nehm's mir gleich mit, warte, ich geh da ran. Sand braucht du für einen Zementmixer. Moment, ich hab ihn jetzt wieder rausgenommen. Sand in Zementmixer. Nee, da oben über den Zementmixer in die Tube. Über den Zementmixer. Da kommt der braucht dran. Für einen Zementmixer. Der ist lockt. Was soll die Scheiße? Hä? Ist doch gar nicht. Ist doch gar nicht gelockt. Was willst du denn? Gar nicht.
Vertraut uns nicht, Danu. Ja, ja, ich merke schon, er braucht dann Versteck. Wahrscheinlich versteckt er dort auch 100.000 Minibike-Teile. Nee, das nur damit man nie Minibike fahren können. Ja, TNT solltest du von mir verstecken, weil wenn ich entdecke, dass du welches hast, verstecke ich sonst. Okay, ja. Die eine Stange, die ich nur habe, bleibt in meinem Inventar. Oh je. Anubis, auch bei dir. Ich kann Videos schauen, gell? Ja, das hilft dann aber auch nicht, wenn er die... Ne? Naja, solange er es im Inventar hat, nicht. Aber wenn er es irgendwo hinlegt, dann sehe ich das. So... Ich verstehe das echt nicht. Dieses Misstrauen mir gegenüber. Wer hat denn hier Misstrauen und verschließt Sachen vor uns? Ich kann nur sagen, ich habe gesagt, ich mache den Berg da weg und dann kamen zwei Spielkinder daher. Hä? In unserem anderen Spielstand. Ach so. Ach so, ja, ich bin unschuldig. Ja, der Kohle ist echt unschuldig. Ausnahmsweise mal. Sonst nein, der ist ja voll unschuldig. Kann er überhaupt nichts für. Der ist ja voll nett und so. Reicht's aber. Ja, er ist mir ja fällt mir gerade nicht mehr ein. Er ist ja eigentlich ganz nett, aber. Aber ja, ja. Mhm. Aber eine Macke hat er trotzdem. Aber vielleicht ist er auch genau deswegen nett. Das verstehe ich nicht. Macht nichts. Alles gut. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch in die Mine gehen und Stein besorgen. Ja, ja. Macht ihr normalerweise da gesagt? Bin nur noch am Sortieren. Es ist viel Schund wieder gewesen, irgendwie, den ich dabei habe mit den Nestern wieder und ach, was nicht alles irgendwie. So, das da. Cobblestone Frame, wo tue ich denn die hin? In irgendeiner Kiste, ich nehme es dann mit. Ja. So. So. Ich könnte. Ich viel. Brauch davon noch Tausende. Ein bisschen. 44er Munition herstellen. Ui. Ja, 44er wäre super. Und vielleicht noch eine. Ne, da haben wir keine Teile für, oder? Was denn? Dass noch eine 44er herstellen. Noch eine mir fehlen noch Teile dafür. Also ich habe eine fast fertige, aber da fehlen noch ein, zwei Teile. Leider. Den endlosen Tunnel. Der Xarschen Mine. Aha. Oh, du gehst in sein Heiligstes, wenn er nicht da ist. Ja. Hast du oft, dass er das nicht mitbekommt? Ehrlich gesagt, so ein bisschen beängstigend. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir gleich hier alles über den Schädel zusammenkracht. Ah, das ist berechtigt. Ja, ne, dachte ich mir jetzt auch. Also ist sehr berechtigt sogar. So, wir brauchen eigentlich hauptsächlich Stein. Ich muss also gar nicht nach dem Eisen unbedingt Ausschau halten. Ja, hauptsächlich Stein. Mit Eisen habe ich noch ein bisschen. Aber der Stein ist langsam alt, vor allem wenn der Anubis seine Forge nachfüllen muss. Hm. Ja, dann holen wir davon mal. So. So. Ja, dann erzählt mal was. Erzählt mal einen Schwank aus eurer Jugend oder so, keine Ahnung. Ich produziere jetzt erstmal Munition. Und dann komme ich zu Koya runter und dann werde ich da unten ein bisschen mit aufräumen. Damit der arme Koya... Es tut mir leid, ich konnte sie nicht davon abhalten. Du hast uns sogar hier hingeschickt. Ich wollte gerade sagen, du bist übrigens höchst selbst schuld. Ja, ich habe in die Kiste vorher reingeschaut und habe gesehen, Stein wird langsam eng. Also muss es wohl sein. So. Ja, wat mut. Da, du hättest es verhindern können. Genau. Er ist selbst schuld. Genau. Er ist selbst schuld. Er war nachlässig. Er hat nicht genug vorproduziert. Genau. Was eigentlich? Nicht, dass ich neugierig bin, ne? Aber warum steht hier ein Nachttischchen? Lampe? Keine Ahnung, wie sie da hinkommt. Herr Koya, wo muss man denn hinkommen, hier, um hier Steine abzukloppen? In die lange Xarsche Mine. Und das ist wo? Der längste Tunnel von allen einfach, der immer schnurstracks geradeaus geht. Wenn die Treppe runter gehst, tendenziell links. Da, wo die beiden Holzbalken sind? Ja, also nicht. Eins führt in den Raum und eins führt in den Tunnel. Dann gehe ich mal in den Tunnel. Wenn du in den Raum gehst, wo im Raum bist, wo ich die Säulen gebaut habe, dann bist du falsch. Gut, dann ich glaube, jetzt bin ich richtig. Ich laufe einfach. Wenn es ein ewig langer Tunnel ist, dann. Sieht sehr nach einem ewig langen Tunnel aus. Ja. Hast ja auch meinen Fall im Zweifel. Ah, hier ist ein Koya. Hallo.
Hallo. Ich klopp mal mit hier. Ja, wir müssen das mal irgendwie begradigen. Das hier hat der Xar ohnehin sehr unordentlich gemacht. Oh je. Wie begradigen? Mal, ja, halt, dass das einen Was Raum hat er? Gibt, oder? Das sieht aus wie Kraut und Rüben hier. Einen großen, freien Raum einfach mal machen. So ein Pottich. Keine Ahnung. So ein irgendwie rund und... Oh je. Dann mal schauen, was der Xar dann dazu sagt. Rund und Raum. Ja, ohne Witz. Das, also, da hat er sich keine Mühe gegeben. Der Gang ist cool. Ich gehe nicht in die Mine darunter. Ich bin hier dauernd oben beschäftigt. Ja. Ja, es muss auch erledigt werden. So. Leider. Ja, ja. Was machst du eigentlich gerade? das gleiche wie die letzten 20 Folgen. Kaufen? Ja. Ich habe gerade die Schaufel wieder in die Hand genommen. Das heißt immer noch den Graben und Spikes. Derzeit verlege ich die schönen Spikes, genau. Ja, dann muss ja auch mal gemacht werden. Ne? Ja, leider. Aber es wird helfen. Bestimmt. Bei der nächsten Horde schon. So, das heißt also, Beton müssen wir jetzt massig herstellen, damit wir dann nach dieser dritten Horde oder wie das dann ausrüsten. Ist das so der Plan oder müssen wir schon vor der dritten Horde Beton rühren? Ja, nee. Schön wäre es, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Dann müssen wir halt am Tag 20 spätestens anfangen oder eher vielleicht Tag 19 anfangen, ordentlich Cobblestone zu farmen, dass jeder mal ein paar tausend im Gepäck hat. Ne? Richtig. Dass wir da reparieren können, wenn die kommen, weil ich denke, ja, deswegen meine ich ja, Steine brauchen wir sowieso. Ja, ja, das ist auf jeden Fall nur Clay auch, wollte ich damit sagen. Sollte ich die Doppelmauer fertig kriegen, werden wir definitiv eine Mauer nachher reparieren müssen, ja. Wenn ich es nicht wegkriege, dann können wir hoffen, dass sie nicht durchkommen. Heißt, das ist das was, heißt, die Doppelmauer, die baut man wirklich einfach, damit sie kaputt machen, sozusagen, und sich dran aufhalten. Damit sie sich dran aufhalten, im Idealfall schießen wir auch drauf, das heißt, unter Umständen kommen sie dann gar nicht durch. Ach so, kann okay, aber also sein, und es ist nicht gleich zur Katastrophe. Auf dieser zweiten Mauer stehen wir schon. Ja. Ne, also oder dazwischen kommen dann diese Gitter, die du schon kennst, da kann man runterschießen. Notfalls, wenn okay, wenn sie sind. Durchkommen, ne, dann kann man sie genau. Da noch bebauen. Ah, so ist das geplant, okay. Und also so ein Burggraben zwischen den Mauern quasi. Genau. Mhm. Und ich beeile mich halt und schaue, dass ich den vielleicht noch fertig kriege. Kann ich nicht garantieren, aber ich schau mal. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die Mauer aufgebaut bekommen bis zum Tag 21. Abwarten. Wenn ihr bis dahin vielleicht endlich den Hammer für mich habt, schon. Ja, da brauchen wir doch das Rezept für noch. Ja, eben. Ja, das also suchen wir ja schon. Was ihr müsst. Ja, gut, was sollen wir machen? Stein holen, damit wir Material haben oder looten gehen? Jetzt nochmal Stein holen und nachher looten gehen. Nachher noch looten gehen. Oder Geld looten gehen und nachher Stein holen. Ja, ich denke erstmal Material ist wichtiger. Weil wenn Material, looten, wir brauchen Material ohne Ende. Besonders Stein brauchen wir jetzt, tonnenweise. Und daher kloppen wir jetzt Steine weg. Vor allen Dingen, wenn wir looten gehen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir mit einem Clawhammer zurückkommen. Also. Nein, im Zweifelsfall müsst ihr mir dann halt wieder helfen beim Aufbauen der Mauer. Also das heißt, Tag 21 wird wahrscheinlich Mauerbau sein. Ja. Wenn wir dann alle mithelfen, dann geht das schon wieder. Ja, bis dahin genug Material beisammen haben. Genau. Ja, und wenn es nur eine Holzmauer ist zur Not, kann man ja auch noch überlegen. Die hält dann kurz auf und hat vorher vorne die Spikes, dann sind sie schon mal geschädigt. Und dann hat man dahinter den Graben. Der dann den Rest erledigt. Weiß doch, bei Tag 14, wo nichts kommen ist, ist es sich auch ausgegangen. Ja, also nichts gekommen ist gut. Es ist ja gekommen, nur es ist halt. Ja, aber erst nach dem Neustart. Ja, und das war nicht so knapp. Also, und die haben wir ohne Mauer zerlegt. Ja, also wir haben ja aber bei der nächsten würde ich das nicht mehr probieren. Das würde ich auch lassen, Go, ja. Da kommen die Spucker, habe ich gehört. Ne? Da kommen dann die ganz fiesen. Ja, und die Zehen, die Horst, ich weiß nicht, wie viel Munition rein. Jetzt mal eine doofe Frage, die mich mal interessiert. Die Spucker habe ich ja schon kennengelernt in der Stadt. Die jagen sich ja, wenn sie einen gewissen Schaden eingesteckt haben, in die Luft. Genau. Ja. Passiert das auch, dass die sich in die Luft jagen, wenn die in den Spikes sind? Natürlich. Das heißt, wenn die da den Schaden, was ich keine Ahnung, wenn die 80% Schaden bekommen haben oder so, ich sage jetzt aber eine Zahl, dann jagen die sich in die Luft, mitten in den Spikes. Genau. Außer wir erledigen sie vorher. Weil die haben einen verdammt guten Loot. Das heißt, bei denen schaut man, dass man dann noch extra drauf schießt, dass ja umfallen und nicht explodieren. Ja, soweit so gut. Aber sie werden uns einige Spikes in die Luft jagen, ja. Eben, wenn die sich in die Luft jagen, dann ist da sicherlich ein kleiner Krater. Nein. Nein. Nicht.
Aber deswegen baue ich ja drunter Cobblestone Frames, damit da auch kein Schaden passiert. Ich baue ja nicht nur die Spikes, ich baue ja drunter Cobblestone Frames. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, du befestigst das komplett. Genau. Nur, das ist dann schon sehr krass. Das heißt, wenn die sich irgendwo in die Luft jagen, können die anderen einfach durchmarschieren. Nee, nein, so schlimm ist es so auch nicht. So viel Schaden machen es nicht. Okay, also das ist nicht so, als wenn ich da eine Stange TNT hinlege. Okay, nein. Also, wenn die sich in die Luft jagen, stehen die Spikes noch erstmal. Also zumindest die dickeren, oder? Wenn es nur einer ist, ja. Aha, okay. Wenn jetzt da 10, 15 kommen, nein. Ja, gut, das ist klar. Aber dann haben wir sowieso ganz andere Sorgen. Aber das sind dann in der Tat die größten Problembären, oder? Nee, die anderen sind noch ein bisschen problematischer. Mhm. Was gibt's da noch? Die heißt, sind das die Feral? Ich glaube, ja. Feral-Zombies. Was machen die? Die sind hartnäckig. Du ballerst der ganze Munition an denen. Du kannst da drauf schießen bis zum Abwinken. Das dauert ewig, bis du sie tot hast. Und wie sehen die aus? Haben wir die schon gesehen, ne? Nein. Die haben wir noch nicht gesehen. Die sind etwas größer als die anderen Zombies. Nackt. Nackt. Eieiei. Arc-Event schlägt um sich. Also wenn du sie siehst, weißt du, dass sie sind. Aha. Ein Kruja, die gab es schon vor dem Arc-Event, aber vielleicht hat sich ja Arc... Nein, die sind nicht verpixelt, vergiss es. Aber schau mal, wir haben den Raum doch jetzt schon mal halbwegs begradigt hier. Doch schon mal ganz nett geworden. Ja, ich... Ja. Hier unten kann man auch gut skillen nebenbei noch. Achso, das muss ich auch mal wieder machen. Ich habe noch ganz viele Punkte zu vergeben. Weiß nur noch nicht ganz worauf. Was ist denn so sinnvoll? Könnt ihr ja eigentlich mal ausspucken gerade. Was sind denn so die die Tipps der Profis hier, ja? Wie schaut's denn jetzt aus mit deinem Miner 69? Hast du das jetzt schon oben? Miner 69 ist bei... Wo ist denn das? Werkzeug? Bei alle auf jeden Fall. Ganz vorne findest du es. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie es drinnen ist. Miner 69, ich sehe es überhaupt nicht, ich gebe es einfach mal ein. Miner 69, nee, habe ich 2 von 5, also da lohnt es auch noch, meinst du? Ja, auf jeden Fall, ja, aber du machst dann, kriegst mehr Zeug raus. Mhm, das haben wir schon mal. So, dann, du gehst ja unheimlich gerne auch mit Looten, ne? Ja. Dann brauchst du auf jeden Fall dieses, Ja, Scavenging oder? Und Quality Joe. Habe ich, Quality Joe kann ich nicht leveln, da habe ich schon 1 von 3 und brauche wieder... Auch mehr Punkte oder was? Ne, warum brauche ich die? Weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich nicht. Brauchst du Scavenging. Dann fehlt dir noch Scavenging. Du musst steht, wenn du aufs, wenn du draufklickst auf Quality Joe, steht da, welches Level du brauchst bei Scavenging. Ach, Scavenging 30 brauche ich. Ja, okay, dann gehe ich da mal drauf. Und dann mache ich da einen drauf. Okay. Ja. So. Wenn du viel Schatzkisten machst, dann natürlich auch... Schatzkiste habe ich jetzt erstmal nicht, aber da gibt es auch den Schatzjäger, genau. Genau. Ich probiere es dann mal weiter auf Heavy Armor und Armor Smithing noch ein bisschen, ne? Ja, genau. Ja, aber viel brauchst du ja nicht, weil wir sind ja eigentlich gut ausgerüstet. Naja gut, aber wenn ich Armor Smithing noch ein bisschen hochbringe, dann kann ich nochmal Eisenrüstung bauen, die deutlich besser ist. Ja, klar. Ja, also bringe ich das noch hoch, da bin ich ja erst bei 40, also... Ja, aber du kriegst das teilweise durch die Rezepte nicht vergessen, weil, ja, sonst können wir die scrappen oder das lernen wir andere. Weil wenn du mal oben bist, dann brauchst du das im Prinzip nicht mehr. Wie, was? Na, wenn es das einmal auf 100 passt. Ja, aber ich weiß nicht, auf 100 bin ich, hab ja nicht so viel. So, was kann ich denn sonst noch machen? Was macht denn hier? Forest Run, was ist das denn? Running 10%, Running uses 10% less Stamina, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Und dann gibt es da noch einen... Brauche ich aber 10 Punkte, da muss ich mal wieder ein bisschen sammeln. The Camel wahrscheinlich, das Kamel. Slows your thirst, so you don't have to drink so much, das ist auch interessant. Da gibt es das für Essen, für Trinken, Eat Stamina. Offen, ja, okay. Quicker Crafting. Was ist denn das denn mit dem Tyrannosaurus, das war glaube ich das. Ach so, ja, was ich meine. Gut. Ja, theoretisch weiß ich es, faktisch. Ja, du hast es gerade offen, du kannst nachschauen. Tyrannosaurus, Sexual Tyrannosaurus. Genau. You have ich the ja stamina of this ancient beast. Da habe ich schon einen Punkt. Und ich brauche Athletics 40. Die hast du noch nicht? Nee. Oh ja, geh um die Base laufen. Ganze Zeit laufen. Geh einfach laufen.
Ich weiß gar nicht, wo ich Moment mal, Athletics 40 habe ich. Nee, dann habe ich nicht genug Punkte. Okay. Ja, es kostet, glaube ich, auch 10. Achso, dann hättest ich du. Ich bin bei Athletics 31. Nee, ich habe nicht genug Punkte, um 10 da auf dem Tyrannosaurus. Achso, und Archery ist auch noch ein schöner Punkt, den man könnte. Archery, ja, aber ich glaube, ich gehe lieber auf Hunting Rifle und Shotgun. Athletics habe ich auf 41. Ja, siehst du, da habe ich 45. Ja, gut, okay, das können wir natürlich auch nachher noch machen. Hoja läuft also mehr als ich, oh je. Ja, durch die Looten. Ja, ja, klar. So. Liebe sowas für Spikes aufbauen, wäre ich der Profi. Voll Profi. Baue ich nachher nochmal eine Eisenrüstung. In der nächsten Folge wahrscheinlich dann eine Eisenrüstung zusammen. Irgendwo besudeln schon wieder ein paar Zombies meine Spikes. Unglaublich, ne? Da baust du sie auf und hinten reißen sie schon wieder ein. Brauchst dich nur umdrehen. Woran hänge ich denn hier? Gar nicht weit weg, oder? Wieder aus. Müssen wir ein bisschen gerade machen. So. Hier, das könnte man noch wegmachen. So. Bauen wir das hier noch schräg hoch. Dann ist das schön. So. Nach meiner Definition. Oh, ja, schön. Ja, könntest du uns doch noch einen Bunker einrichten. Nee, also wenn wir jetzt hier tatsächlich mal sagen, wir haben genug Stein irgendwann. Das kann eine Weile dauern. Das kann eine Weile dauern, denke ich auch. Dann werden wir looten gehen, bevor wir hier irgendeinen Bunker einrichten. Koja? Ja, du wolltest schön bauen. Genau, oder was? Herr Kollege Koja, Time. Ja, ich hab's. Wo ist schon wieder so weit? Ja, es ist schon wieder so weit, es rennt. Es rennt unheimlich, die Zeit. Das ist aber ein gutes Zeichen für das Spiel. Ne? Das ist wie bei Ark auch. Man verliert ganz schnell den Blick für die Zeit. Oh ja. Immer ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel das kann. In diesem Sinne werden wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Hoffentlich wieder vollständig. Warum schießt du schon wieder? Weil ich dachte... Er dachte. Schieß mal. Mhm. Das ist mein Szenenwechsel. Der liegt auf der 2 und da liegt die Shotgun. Dann leg was anderes auf die 2. Tun's den gefallen. Ach, was denn? Ist doch schön. Tote. Ja, wir haben ja kein PvP an. Ach, ansonsten wäre es gefährlich, neben mir zu stehen wieder mal. Ja, das ist richtig. Ja. Na gut, also wir bauen hier weiterhin schön in die Höhle und werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin gespannt auf eure Kommentare, Tipps und Ratschläge. Vielen Dank auf jeden Fall auch schon mal dafür. Ihr kommentiert echt super toll hier in diesem Spiel auch. Wie in den ganzen anderen eigentlich auch. Also ne, ist ja, also muss man wirklich mal sagen, wie viele Tipps wir hier auch immer die ganze Zeit bekommen, was wir beachten müssen und dergleichen. Macht einfach Spaß. Vielen Dank dafür und weiter so. Das macht Laune. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.